Kommen wir nun also zu dieser Wand. Eine Schwierigkeit hat diese Wand, und zwar stehen hier unten ja jetzt diese Baustopfen raus. Ich habe keinen Bock, das alles einzeln auszumessen, und eine Schablone kostet online, ungelogen, 45 Euro. Ich habe mich heute bei der Arbeit kurz hingesetzt und habe in AutoCAD einfach das Ganze kurz hingezeichnet und kann jetzt anhand dieser Zeichnung, dieser Skizze, kann ich es einfach auf meine Rigipsplatte legen und ausschneiden. Fertig. Behindert, oder? Warum sollte man für eine Schablone 45 Euro bezahlen? Aber bevor wir jetzt die erste Platte so richtig zuschneiden, noch eine wichtige Sache, und zwar hätten wir gerne eventuell hier so zwei kleine Lampen drin, also Verstrahler. Um das umsetzen zu können, brauchen wir hier Strom. Demnach, bevor wir hier zumachen, müssen wir Strom reinlegen. Kabel habe ich hier schon liegen. Was ich jetzt machen werde, ist hier oben ein kleines Loch reinmachen. Und dann, weil hier oben habe ich kein Profil in die Decke, das heißt, ich kann hier aber durch den Rigips gehen. Das kann ich dann hier hängen lassen, weil später hier sowieso die Decke abgehängt wird. Das würde ich dann wahrscheinlich entweder auf einen eigenen Schalter hier beim Waschbecken legen oder gleich schalten mit der Deckenbeleuchtung. So der Plan. Dazu nehme ich jetzt einfach hier den Bohrer und stelle den auf normal bohren. Ich will ja jetzt hier nicht schlagen, also reicht das. Das mache ich einfach hier ganz unter der Decke. So ein bisschen aushöhlen. Fertig. Kabel nehmen. Und durchstecken. Schönes Geräusch. Das lasse ich jetzt einfach erstmal hier so hängen. Vielleicht stecke ich das auch schon hier rein, einfach, dass ich weiß, wo es ist. Ich überlege mir noch was. Um das jetzt zuzuschneiden, gehen wir vor wie folgt. Also eine normale Rigipsplatte ist immer 2 Meter lang und 1,25 Meter breit. 1,25 Meter sage ich gleich nochmal was. Aber wir haben jetzt hier 2 Meter. Das sind 2 Meter und die kann ich auch so benutzen jetzt. Aber was wichtig ist, wenn die 2 Meter jetzt irgendwie genau hier aufhören würden, dann würde man davon noch was wegschneiden, weil man will nicht, dass an der Kante das genau ist, weil das dann immer zu Bruchkanten und Fugen führen kann. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn es doppelt beplankt ist, aber würde man jetzt trotzdem machen, nicht machen. Also jetzt mal angenommen, die Platte würde jetzt bis genau hier aufhören, bis genau hier gehen, dann würde ich sie hier abschneiden und dann meine Platte oben draufsetzen, weil ich ja sowieso was draufsetzen muss. Und das bisschen Verschnitt, das bringt mich nicht um, deswegen würde man da so vorgehen. Aber wir haben jetzt hier ein Maß von 1,09 Meter. Das kann ich auch schon zuschneiden eigentlich. Wird natürlich nachher oben breiter das Ganze, weil die Wand wegläuft. Das ist aber nicht so schlimm, ich stelle das ja hier bündig. Was mir jetzt aber gerade auffällt, ist, dass hier noch dieses Holz ist. Das muss ich natürlich dann nochmal wegstemmen, wenn die erste Platte gemacht ist, damit ich dann die zweite Platte gut stellen kann. Weil für die erste passt noch, für die zweite dann schon eher nicht mehr. Dann wollen wir damit mal durchstarten. 1,09 Meter breit. Theoretisch könnte ich die Platte jetzt auch nur kurz vorbereiten an einer Stelle. Und da kommen wir dann auch zu diesen 125 nochmal. Und das nur da unten anzeichnen und dann hier abschneiden, weil das bietet sich natürlich hier an. Sollten wir so machen. Also gehen wir mal rüber zu den Platten. Ihr wundert euch vielleicht auch, warum ich immer hier an der Linse vorbeischiele. Das ist, weil hier bei der GoPro noch so ein kleiner Bildschirm ist. Weil ich natürlich immer noch den Bildschirm gucke, obwohl ich eigentlich in die Linse gucken sollte. Und ich versuche jetzt immer schon in die Linse zu gucken, aber ja, fällt mir schwer. Das ist die Platte, von der ich schon was abgeschnitten hatte. Die ist zu schmal, deswegen können wir die nicht nehmen. Aber hier kann ich euch sehr schön das Problem zeigen. Und zwar am Rand läuft die hier so zu, ein bisschen schmaler. Das ist richtig blöd, wenn man das als Eckenstoß hat, wenn man das irgendwo an der Wand hat, dann muss man dieses komplette Feld auffüllen. Das heißt, immer wenn ihr mit dem Rigips an der Wand seid, dann wollt ihr auf keinen Fall das hier an der Wand haben, sondern ihr schneidet es immer weg. Das heißt, was ich jetzt machen werde ist, es sind immer genau 5 cm. Meine Wasserwaage ist genau 5 cm, das heißt, ich kann die einfach immer hier anlegen, ziehe einmal mit dem Cuttermesser lang, knick's ab und dann kann ich dann da mein neues Maß nehmen, das, was dann für mich relevant ist. Aber die Ecke hier, die schneide ich immer ab. 5 cm Wasserwaage, lege ich die hier auf die Kante drauf, lege die überall bündig an, Cuttermesser, Dinge relativ weit rausfahren, dass ihr einen geraden Schnitt macht. Und hier hinten muss ich sie dann nochmal ein Stück weiter schieben, aber das ist ja kein Problem. Auch nochmal angezogen. Jetzt kommt der interessante Teil, wie man Rigips bricht. Also ihr müsst Rigips jetzt nicht krass schneiden irgendwie. Also ihr nehmt einfach die Platte, die ihr habt. Und dann, wenn ihr das jetzt angehetzt habt auf der einen Seite, knickt ihr das einfach hier runter. Das ist natürlich hier Premium, weil ich gut angeschnitten habe. Und dann knickt ihr das so um und dann zieht ihr einfach von unten mit dem Messer nochmal lang. Und dann habt ihr zwei kleine Teile. Und das hier ist Müll. Und jetzt können wir hiermit weiterarbeiten. Jetzt gehe ich hierher mit meiner Skizze und ich habe jetzt gerade das hier gemessen, 180, genau. Diesen Abstand hier ist 180, das müsst ihr bei eurer Kloschüssel checken, ob ihr auch 180 habt. Und dann habe ich jetzt hier eben, okay, ich muss nochmal messen gehen, also hier ist 34,5 auf jeden Fall. Hier kann ich jetzt einfach hergehen und das zweimal messen, 34,5, ich habe mir hier extra so eine Linie reingemacht. 34,5 und hier 53. Top. Jetzt messe ich hier nochmal gegen, ob das jetzt noch stimmt hier. Und jetzt kann ich einfach hier mit messen, ohne ins Wasserwaage oder irgendwas, kann ich entspannt das hier ausschneiden. Kann ich mir das hier alles anritzen, man kann es dann ganz gut mit der Stichsäge rausschneiden. Wenn ihr das einen Millimeter anders habt, ist es auch nicht schlimm. Das kann ich dann einfach erstmal ausschneiden. So, wie gesagt, da habe ich mir jetzt die Stichsäge geholt hier.
Top! Irgendwie finde ich es falsch aus. Vielleicht hätte ich mich doch vermessen. Nö. Alter, passt quasi wie angegossen. Ist auch das hier vielleicht. Der sollte jetzt etwas größer sein. Nicht so schlimm. Wenn ihr das minimal größer schneidet, macht es überhaupt nichts. Also gar nicht. Mann, das ist ja richtig top hier. Außer dass die Wand komplett schief ist. Also nicht meine, sondern die alte. Egal, dann können wir jetzt alles festschrauben. Man muss jetzt noch gar nicht alles festschrauben. Ich will jetzt halt erstmal ein paar Sachen festschrauben, damit wir dann hier erstmal die Nische rausschneiden können. So, das reicht schon wieder jetzt. Ich habe einfach mal hier 5-6 Schrauben reingemacht. Jetzt schneide ich hier einfach erstmal ein kleines Loch rein. Weil jetzt kann ich nämlich hier reingucken und kann gucken, wo ich lang sägen muss. Also ich am besten noch ein bisschen größer. Hallo? Oh Mann, behindert. Egal, ist witzig. Manchmal noch ein paar mehr Schrauben hier rein, weil es ein bisschen laut ist. Auch hier wieder versuchen, die nur zu versenken und nicht durchzuschieben. Sollte ich euch empfehlen, das erst rauszuschneiden? Wahrscheinlich schon. Werde ich es beim nächsten anders machen? Nein. Also wird halt dreckig, aber ist mir egal. Duschen muss ich sowieso. Jetzt sauge ich das ja einmal schnell alles ein, damit ich dann hier auf einer sauberen Fläche weiterarbeiten kann. Was ist wirklich geil an dem Ganzen ist jetzt, dass ich jetzt einfach hier nochmal 2 Schrauben reinmache. Ihr müsst die untere Lage auch nicht so geisteskrank verschrauben. Also die untere Lage ist da nicht so wichtig. Die obere ist ja die wesentlich mehr hält. Aber jetzt mache ich hier nochmal eine rein. Hier unten 2. Man hat es dann irgendwann ziemlich im Auge, wo Ständerwerk ist und wo nicht. So, und jetzt, ich habe das ja vorher nicht abgeschnitten. Jetzt kann ich einfach hergehen, weil ich hier eine schöne Kante habe, lege mein Messer an und ziehe das einfach an meiner Kante hier entlang. Nice, oder? So, und jetzt kann ich das Ganze abknicken. Nice. Und wieder abschneiden. Schön. Und so haben wir den ersten Layer ruckzuck gemacht. Da habe ich mich so gefreut, diese Platte hinzumachen. Jetzt war gerade einer von Kleinanzeigen da und hat noch was abgeholt. Jetzt komme ich wieder rein und denke so, ja, aber eine Sache fehlt ja. Das ist der Drücker hier. Den habe ich nicht ausgeklinkt. Und den kann ich auch jetzt nicht ausklinken, weil da ja alles rumfliegt. Scheiße. Das heißt, was mache ich jetzt? Alle Schrauben wieder raus, abziehen, Kasten rein, anzeichnen, ausschneiden. Naja, aus Fehlern lernt man. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ist okay. Der hat zum Glück nicht so viele Schrauben. Wir sehen uns dann gleich beim Anzeichnen. Das ist der Kasten. Der wird so eingeklickt. Hier hat er so kleine Locke, Haken. Wird eingeklickt, dann kann man anzeichnen, dann kann man das rausschneiden, dann kann man es hier draufstecken und dann lässt man es erstmal so geschlossen. Und erst wenn man dann weitermacht mit der Installation, dann schneidet man das hier auf die Tiefe, die man hat, mit Fliesen und allem drum und dran. Also das mache ich jetzt rein und dann bleibt es da drinnen, bis wir viel weiter sind. Macht Sinn, oder? So, jetzt wie gesagt anzeichnen. So, mal schauen, ob es passt. Ein Traum. Ein Traum. Jetzt wieder alle Schrauben reinmachen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass da, wenn überhaupt, nur eine Lampe reinkommt. Weil 2 wäre vielleicht schon wieder ein bisschen viel. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach hier einen Bohrer. Ja, eine sieht doch sexy aus. Messe mir hier die Mitte aus. Da bohre ich mir jetzt einfach ein Loch. Das war nur fürs Kabel, sondern das kann ich dann zur Not einfach hochschieben, wenn ich Fliesen drauf machen will, dass es weg kann. Aber auch hier mit der Lochsäge einfach ein Loch reinsägen und größer machen, damit ich dann die Lampe reinmache, also einfach hochschieben. Aber wenn ich eh ein größeres Loch mache, dann komme ich auch wieder dran, um das Kabel rauszuholen. Vorher könnte ich es ja noch abisolieren. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Platz hier und kann jetzt guten Gewissens das zumachen und muss dann da nicht nochmal dran. Wenn man dann das obere macht oder wenn ihr immer so Reste macht, dann gucke ich immer so, okay, es wären jetzt genau 52 und dann muss man immer abwägen. Macht es Sinn, das genau so groß zu machen oder steht man dann am Ende da und macht es wieder kleiner? Jetzt gucke ich hier. Hier ist auch. Hier ist eher so 52,2 oder so. Also, was mache ich jetzt? Ich mache 52 und schneide hier drüben vielleicht was weg, weil offensichtlich ist die Decke schief. Eins ist nicht schief. Das hier ist ja in Waage. Und dann geht es klar. Vielleicht brauche ich aber ein Stück was 52. Ja, und dann sieht man hier oben. Hier oben ist natürlich auch, weil die Wand auch wieder sehr schief ist. 52 und den Rest mache ich dann wieder, wenn es hängt. Ich habe mich doch dafür entschieden, das auf 51,5 zu machen. Und ich erkläre euch auch warum. Und zwar habe ich trotzdem nicht wegen dieser Ecke da oben. Haha, gay. Ja, ich drehe jetzt mal, vielleicht geht's dann. Und zwar kommt hier die Decke abgehängt. Das heißt, ich muss gar nicht bis oben hingehen. Hauptsache, ich habe was, wo ich meine Schrauben reinschrauben kann. Ja, genau. Jetzt ist hier eine scharfe Kante. Was man da jetzt macht, ist, ihr holt euch die, weil wir wollen ja trotzdem hier schon mal ein bisschen spachteln. Es muss dann nicht schön sein, es muss nur glatt sein. Und dann nimmt man das und zieht einfach hier eine Kante hin. Und zwar macht man das, damit die Spachtelmasse was hat, wo es angreifen kann. Damit dann quasi Gips auf Gips kleben kann. Und es nicht durch dieses Papier getrennt wird. Und festschrauben.
Ich habe jetzt gerade noch eben mal Beton angerührt und hier reingemacht, weil nämlich die neue Duschwanne ja was zum Aufsitzen braucht. Und weil ich keinen Bock habe, dann da irgendwelche Ständer hinzumachen oder so, habe ich dann gedacht, okay, ich mache da einfach einen Betonrahmen, dann kann ich die da überall einfach draufkleben. Stimmt's? Genau. Und das Ganze mache ich dann hier hinten auch. Wenn das hier ausgehärtet ist, mache ich hier hinten auch nochmal hin und dann habe ich rundum was, wo die Duschwanne aufliegen kann. Und unten drunter mache ich dann irgendwie Bauschaum oder so, damit dann das Wasser nicht so lauter drauf prasselt, weil sonst ist es ja wie so eine Trommel am Ende. Jetzt heißt es trocknen lassen, ich muss leider einkaufen gehen, deswegen muss ich Feierabend machen. Ist schon wieder 20.10 Uhr und dann sehen wir uns wohl morgen wieder. Guten Tag, heute nur ein kleiner Beitrag. Und zwar habe ich hier weiter aufgespachtelt, werde da unten jetzt gleich noch Beton weitermachen. Also hier links ist, was ich gestern gemacht habe, ist getrocknet. Ich mache hier noch Beton, dass die Dusche die Auflage rundum hat. Und ich spachtle jetzt das hier. Dazu nehme ich Vario von Rigips. Das sieht so aus. Das ist extra für Rigips gedacht. Und deswegen nehme ich es, macht Sinn, oder? Und dann mache ich auch direkt schon die nächste Lage drauf. Außerdem, was ich auch gemacht habe, ist hier oben das Holz weg. Habe jetzt alles immer so ein bisschen zwischendurch gemacht, weil ich nicht so viel Zeit habe heute. Deswegen habe ich es so gemacht. Dann werde ich die nächste Platte da drauf machen, versetzt. Dann nehme ich euch jetzt gleich mal natürlich wieder mit. Erstmal muss ich jetzt hier reinspachteln. Zur Konsistenz ist so ein bisschen wie so ein Teig. Ich habe das jetzt hier nicht mega krass verrührt. Ich habe das jetzt hier einfach nur mit der Spachtel gemacht. Deswegen sind da noch Stückchen drin. Das ist jetzt aber hier für die Anwendung überhaupt gar kein Problem. Es geht ja hier nicht darum, irgendwas schön oder glatt zu machen. Es geht hier nur darum, das miteinander zu verbinden. Jetzt könnt ihr das hier einfach reinschmieren. Wichtig ist nur, dass ihr dann nicht mega viel auf beiden Seiten überhängen habt, weil ihr die nächste Platte drauf soll. Und gerade wenn ihr das antrocknen lasst, also ich werde jetzt die nächste Platte direkt drauf machen, aber gerade wenn ihr das antrocknen lasst, müsst ihr es natürlich sehr ordentlich abziehen, weil ihr sonst ja hier kleine Hügel drauf habt, die dann zu Unebenheiten führen bei der nächsten Platte. Und dann ist die nächste Platte nicht mehr gerade, was ja äußerst unschön wäre. Außerdem, wenn ihr noch irgendwo dann irgendwelche Fehlstellen habt, könnt ihr jetzt natürlich anfangen, die ganzen Schrauben zuzumachen, aber braucht ihr nicht, ist vollkommen irrelevant. Ich habe hier jetzt ziemlich viel übrig, deswegen werde ich jetzt hier an der Seite noch ein bisschen was reinschmieren. Hier ist auch noch eine Fuge, da war ja noch was rein. Aber nur, dass ihr schon mal gesehen habt, wie man das macht. Und der wichtigste Teil ist damit schon erledigt, hier ist verbunden. Hier ist meine Platte. Bevor ich die jetzt aufhänge, male ich mir jetzt mal grob an hier, wo meine Fräsen sind, damit ich dann, wenn ich jetzt gleich aufhänge, ich die auch auf jeden Fall treffe und nicht dann 1000 Löcher hier reinmachen muss, weil ich mir nicht gemerkt habe, wo ich die Fräsen hingemacht habe. Also auch das ist wieder ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Das ist nämlich richtig ärgerlich, wenn man die ganze Zeit da steht und versucht es zu treffen und trifft es aber nicht. Deswegen zeichne solche an, ist nicht viel Arbeit und macht sehr viel leichter. Jetzt müssen wir natürlich auch längere Schrauben nehmen, als die, die wir in der unteren Lage benutzt haben, weil wir jetzt durch die zweite Lage auch durch müssen. Und so habe ich da auch vom überteuerten Bauhaus, ihr könnt es sehen, ohne dass es spiegelt irgendwie, so wahrscheinlich, ne? Habe ich die hier geholt, 3,5, die sind ein bisschen länger, aber nicht so super lang und die machen genau das, was sie sollen. Wenn man Rigips aufhängt, denkt man immer so ein bisschen so, ja, ich muss mich jetzt voll beeilen mit vielen Schrauben, aber normalerweise, wenn erstmal zwei Schrauben drin sind, dann weht sich ja gar nichts mehr. Und ich stecke mir die ganz gerne in den Mund, dass ich die schnell greifen kann. Da müsst ihr aber aufpassen, ich habe es meinem Zahnarzt erzählt, der meinte so, ja, sollte man schon eher nicht machen. You don't say. Ganz ran an die Wand. So, jetzt habe ich drei Schrauben drin und es hält erstmal. Jetzt kann ich in Ruhe die ganzen anderen Schrauben reinmachen. Jetzt natürlich einfach wieder hier, Teppichmesser. Einmal hier runterziehen. Zack, abbrechen. Tada, fertig. Jetzt ist hier noch so eine Ecke über. Das kann man so wegschnitzen. Nice. Nächstes. Hier muss wieder die Nische ausgeschnitten werden. Ratet mal, welches Werkzeug ich da heute nehme. Die heilige Säbelsäge. Hier muss jetzt auf jeden Fall viel mehr Schrauben rein in diese Lage. Weil das ja auch später die Lage ist, die die Fliesen hält. Deswegen auf jeden Fall hier gut viele Schrauben reinmachen. Da braucht ihr euch nicht zurückhaltende Schrauben. Tada, da ist unsere Nische. Top, richtig schön, oder? Einen guten Tag, neuer Tag, Freitag. Heute ein bisschen mehr Zeit, da freue ich mich. Ich dachte, ich probiere mich mal daran, hier diese Leisten zu setzen, diese Schnellputzschienen. Ich habe jetzt auch hier schon den Kalkputzmörtel, Kalkzementputz. So, habe ich schon angerührt. Den werde ich jetzt hier aufbringen. Bin ich mal sehr gespannt. Okay, vielleicht lieber nicht schmeißen. Also, bei anderen sieht es leichter aus. Mache ich nochmal ein bisschen nass. Vielleicht hält er dann besser. Vielleicht muss ich ihn auch doch ein bisschen dünnflüssiger anrühren. Aber mal schauen hier. Da ist wichtig dabei darauf zu achten, dass da, wo jetzt hier nicht viel Halt ist, dass ihr das da vollflächig aufbringt. Weil wenn ihr das nicht macht und dann später mit der Leiste langzieht, dann biegt es durch. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr das Vollflächige hinschmiert, weil es nämlich sonst zu krassen Problemen führen kann. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht. Jetzt fragt ihr euch, okay, woher weiß er das? YouTube. Geil, oder?
Liebe YouTube. Vor allem natürlich, wenn ihr dieses Video liked und am besten sogar shared. Das ist natürlich nice. Reicht hier nicht mal für eine Seite. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass man dafür so viel braucht hier. Das, was ich euch gerade gezeigt habe, ist jetzt halt leer. Ich denke aber, dass die Konsistenz an sich nicht schlecht ist, weil es bleibt ja schön kleben hier. Dann rühre ich jetzt halt noch schnell was an. Ich habe gerade auf Anhieb das richtige Mischungsverhältnis bekommen. Das war ziemlich nice, sehr befriedigend. Ich habe das hier übrigens vorher schon grundiert. Das habt ihr in dem anderen Video gesehen. Und man soll das auch grundieren, weil es sonst einfach nicht gut hält, beziehungsweise es verbessert die Haftung von dem neuen Putz. Und es stellt aber auch sicher, dass von dem alten Putz jetzt nicht mehr irgendwie krass was abfällt. Haben wir das? Hier ist unsere Leiste, erstmal gucken, ob es überhaupt passt. Ja. Jetzt drücken wir die hier mal ein bisschen rein. Dann nehmen wir hier natürlich die Kelle. Fällt das richtig schön links und rechts raus. Ich hebe das mal so leicht vom Boden an. Das ist wirklich, ohne Spaß, meine allererste Schiene, die ich hier gerade setze. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe hier mich für die 6 mm Schienen entschieden. Die gibt es aber auch noch in 1 cm und noch dicker, glaube ich. Jetzt haben wir das einmal. Können wir hier das Überschüssige so ein bisschen wegmachen. Jetzt kommt die Wasserwaage ins Spiel. Ich habe eben hier schon mal die Wasserwaage so dran gehalten. Also die Wand ist leicht so gebogen. Das heißt, ich muss hier ein bisschen weiter rauskommen, als das jetzt aktuell ist, damit ich eben diese Biegung rausbekomme. Okay, das ist einfach perfekt. Ohne Spaß, das ist perfekt. Wie geht das? Hier unten nochmal. Also hier unten ist noch ein Stück dran. Okay, also wenn ich jetzt hier unten hinhalte, dann sagt mir die Wasserwaage, dass ich eigentlich oben hier ein Stück raus muss. Ein ganzes Stück. Okay, mache ich. Ich hole sie nochmal raus. Ja, die Wand ist halt alt, ne? Und auch wenn man hier guckt, also die ist eh schon schief. Naja, noch ein bisschen mehr dahin. Ich glaube, jetzt bei meiner allerersten Erfahrung würde ich euch direkt empfehlen, das mit der Wasserwaage einzudrücken. Also nicht, wie ich das gerade gemacht habe, sondern wirklich direkt die Wasserwaage dafür nehmen und dann habt ihr gleichmäßigere Druckverteilung beim Draufdrücken. Ich denke, das macht es einfacher. So, neuer Versuch. Also andrücken, natürlich mit der Kelle. Hauptsache, es hält erstmal. Ein bisschen hoch muss ich noch, damit ich hier auf dem Boden aufliege. So, neuer Versuch. Also ich würde gerne noch ein Stückchen rein hier. Das sieht ziemlich gut aus. Bin happy. Jetzt habe ich gelernt, man soll hier das langsam und gleichmäßig abziehen, ohne da jetzt Druck aufzubringen. Mit gelernt meine ich übrigens auf YouTube gesehen. Ach, und das, was ich übrigens hier am Ende auf die Wand drauf mache, ist das gleiche, womit ich das hier hinklebe. Also ich bereite das damit vor, weil wenn man das mit was anderem macht, dann kann das wieder zu Problemen führen, weil es dann nicht mehr haftet oder so. Alter Walter, ey. Hätte ich nicht gedacht. War echt gut geworden. Die Seite hier ist auch eingewachtelt. Jetzt drücke ich das hier wieder rein. Am wichtigsten ist übrigens, dass das Ganze so gerade ist. Ob das jetzt so perfekt gerade ist, ist egal. Ist natürlich immer wünschenswert. Ändert ja jetzt auch nicht wirklich was. So, wieder ein Stück hochgeschoben. Jetzt wieder los mit der Wasserwaage. Okay, ich glaube, ich muss da insgesamt immer mehr von dem Zeug drauf machen, weil es sich so anfühlt, als würde ich das immer nicht breit genug auftragen. Also jetzt sitzt es zwar ziemlich gut, aber ich bin jetzt weiter drinnen als das hier. Das geht natürlich nicht. Weiter drinnen als der alte Putz hier an der Kante. Ha, schade. Also nochmal abmachen. Ich wollte es ja erst gar nicht filmen, dass ihr mein Versagen nicht seht, aber ist eigentlich Sinn der Sache, dass ihr seht, was die Problematiken sind. Das Zeug zieht auch echt schnell an. Neuer Versuch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Akt ist. So passt das aber jetzt hier. Puh! Bin ja so gespannt. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Finger drüber, damit ich das hier sauber habe hier oben drauf. Weil ich nämlich gehört habe, wenn das dreckig ist, dann macht es gar keinen Spaß. Kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Und jetzt ist es schön weich, also jetzt einfach drüber wischen. Und dann ist gut, weil es dann sauber ist. Ich weiß gar nicht, wie ich noch irgendwas wegstimmen muss. Ich denke eigentlich nicht. Nö. Sieht gut aus. Akt, aber geht. Kleiner Check wieder, ob es funktioniert. Sieht gut aus. Da ich ja jetzt am Bad erstmal nicht so viel machen kann, ich war jetzt eben noch mal beim Baumarkt und habe hier noch für ein anderes Projekt Hölzer geholt, aber noch auch noch Kalkzementputz. Aber ich dachte mir jetzt erstmal, ich habe ja hier noch das hier. Und ich hatte ja im allerersten Video erzählt, dass ich hier gerne die Schalter, weil die ja hinter der Tür sind, von hier gerne herüberlegen würde. Jetzt habe ich gerade geguckt, wo das Kabel herkommt, weil ich gerne hier reinfräsen würde, damit ich meine Kabel dann durch die Rigipsdecke, die hier reinkommt, hier runterlegen kann. Jetzt konnte ich glücklicherweise feststellen, dass die Kabel in die Wand reingehen und dann hier irgendwie wahrscheinlich dann da unter in den Keller, weil das ist ja auch der Kellerschalter. Naja, außerdem habe ich mir hier dieses Ding 3D gedruckt. Das ist offensichtlich ein verkackter Druck.
Das ist genau der Abstand von den Schaltern. Und ich brauche ja 3 Stück, also Keller, Garage und Eingangslicht. Eingangslicht wird dann das hier sein. Genau, Garage und Keller. Und der Badschalter bleibt hier. Und der dritte Schalter, das ist der hier, der schaltet dieses Licht, was hier draußen ist. Aber dieses Licht hier draußen habe ich jetzt mit einem Bewegungsmelder versehen, deswegen kann es einfach bleiben. Das heißt, ich muss 2 Schalter von hier rüberziehen. Dazu muss ich hier die Wand aufstemmen und hier die Wand aufstemmen. Und hier, das mache ich einfach mit der Mauernutfräse und gehe jetzt hier gerade hoch. Das werde ich jetzt mal direkt machen. Dann ist das nämlich schon mal gemacht und ich kann hier schon die Rigipsdecke reinziehen. Und die Tapete hier, die geht zum Glück relativ entspannt ab. Das, was ich jetzt hier gerade abgemacht habe, ich einfach mit dem Schraubenzieher abgemacht. Also sehr befriedigend. Immer besser, das erst zu machen. Also ich hätte jetzt natürlich auch einfach hier reinfräsen können. Aber so weiß ich hier, was mich erwartet oder ob da irgendwas ist. Und hier oben ist dann natürlich nochmal besonders Vorsicht zu genießen, weil hier ein Sturz drin ist. Ein Betonsturz. Das weiß ich aber gar nicht so genau, wo der hingeht, weil der liegt ja eigentlich nirgends auf. Ja, naja, werde ich rausfinden. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt hier erstmal fräsen. Schön Kabel verlegen. Das steht ja auch im Bad auch noch an, bevor wir dann da spachteln können. Und bevor ich auch die Putzleisten auf den anderen Wänden aufbringen kann. Beziehungsweise die auf der Duschseite, die kann ich eigentlich auch aufbringen. Vielleicht schaffe ich das noch. Peace, Babosi. Hier, Mauernutfräse. Was macht eine Mauernutfräse? Eine Mauernutfräse hat einfach hier diese beiden Steinscheiben und schneidet eine Nut. Und das, was dann, hier seht ihr, kann man verschiedene Dicken einstellen. Schon relativ dick eingestellt hier, aber es ist für mich eigentlich ganz gut, weil ich ja da mehrere Kabel durchstecken muss, deswegen passt das. Und dann kann man das Ganze hier so tief einsenken, wie man es braucht. Hier, ich habe die hier noch nicht benutzt, werde ich gleich rausfinden. Hier muss auch echt der Staubsauger angeschlossen werden. Da muss ich mir noch was überlegen, weil ich glaube, ich da gerade nichts habe, was passt. Ich habe mir jetzt das Ding hier vom Makita-Staubsauger geholt. Von dem an und das passt. Nice. Muss ich nur mein Panzertape an meinen Schlauch dran kleben wieder. Und dann können wir hier durchstarten und schön hier hochschneiden. Die Fräse ist jetzt hier in den Vorabscheider angeschlossen und das Kabel davon habe ich direkt hier in den Staubsauger reingesteckt. Das heißt, wenn ich Gas gebe, also wenn ich Strom anmache beim Gerät, dann geht auch der Staubsauger an. Ohren, ganz wichtig. Ich male mir da jetzt keine gerade Linie hin. Ich denke, ich bin in der Lage, ungefähr eine gerade Linie zu machen. Es ist halt einfach eine Flex hier, ne? Macht mal an. Kann man hier die Tiefe einstellen? Ach, guck mal, der saugt sogar weiter. Das ist ja geil. Alter, der saugt einfach ein paar Sekunden weiter. Das ist nice. Also hier habe ich jetzt eine Tiefe von 15. Naja, 3 Kabel. 20 ist schon gut. Ja. Gut, los geht's. Ja, gerade genug, oder? Geiles Teil, ey. Tipptopp. So, und das hier kann ich jetzt einfach rausstemmen. Und dann habe ich hier perfekten Schlitz. Jetzt habe ich mir hier den Laser aufgestellt. Jetzt nehme ich hier meine gute Schablone und halte die hier hin, so dass das alles mittig ist und auch hier unten passt mit allen Abständen. Jetzt kann ich mir mit dem Bleistift das anzeichnen, wo ich bohren muss und kann mir dann sicher sein, dass ich später ohne Probleme meine 3 Dosen da reinkriege, beziehungsweise jetzt ein bisschen noch 2 Dosen rein. Jetzt kann ich da und da bohren und dann passt das. Der Grund, warum ich die jetzt hier nach oben setze, obwohl es eigentlich zu hoch ist, ist der, dass wenn ich es hier unten hinsetze oder hier, wie man es normalerweise jetzt machen würde, dass ich das nicht weiß, ob dieses Kabel jetzt, wenn es hier hinten reingeht, nach unten geht oder ob es nach bis auf die andere Seite der Wand geht und dann außen geführt ist. Ist mir auf jeden Fall zu heikel, jetzt genau hier unten drunter zu bohren, weil ich einfach Angst habe, das anzubohren. Dann muss ich das Kabel auch neu machen und ich würde es gerne lassen. Deswegen bohre ich da und da. Das hier ist das Bohrwerkzeug, was wir brauchen. Also das hier ist für Rigips und das hier ist für Stein. Ich glaube, das Set hier hat 15 Euro gekostet und ich muss sagen, es ist nicht das beste Set, aber ich habe über 140 Rigipsplatten damit, also Rigipslöcher gebohrt und hiermit habe ich einige Steckdosen gebohrt. Und ich mache es halt auch mit dem Akkuschrauber. Also ich denke, mit der Bohrmaschine ist es nochmal wesentlich erfolgreicher. Die Variante von Wirt, die ist ein bisschen besser, da zieht man das einfach zurück mit so einer Feder. Hier ist es bei dem hier sehr schwer jetzt reinzukriegen, also das hier kann man jetzt einfach abschrauben. Das ist übrigens 68 und 68 müsst ihr auch für eure Spots normalerweise vorbohren, also 68 mm. Das hier drauf. Außerdem gibt es eigentlich für Steine, wie ihr seht, einen anderen Bohrer. Habe ich jetzt gerade nicht hier, muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwo einen rumfliegen habe. Nein, jetzt ist es halt schwierig, diese Bolzen genau damit hier in eine Position zu bekommen, weil das einfach immer nicht richtig passt. Ich müsste die Löcher hier drin eigentlich mal ein bisschen aufbohren. Ich habe jetzt hier einfach irgendeinen so alten Bohrer genommen. Ihr seht auch, der ist schon ziemlich kaputt. Aber es geht ja wirklich nur darum, die Mitte zu finden. Aha. Nee, also ich meine, ich kann den gleich rausmachen. Es geht wirklich jetzt nur darum, erstmal hier anzuzeichnen quasi. Damit dann der Ringbohrer hier seine Mitte findet. So, jetzt mache ich den Bohrer raus und kann dann weitermachen. Also sieht schief aus, weil es schief ist. Die beiden sitzen gut. Der hier muss leicht nach links. Der Akkuschrauber freut sich natürlich nicht so sehr darüber, aber er macht es schon auch gut. Soweit sind wir jetzt schon drin. Jetzt können wir mal hierher gehen, uns eine Dose schnappen und
Da sieht man, die müssen wirklich komplett rein. Das sind aber auch extra die tiefen Dosen. Die sind aber auch einfach besser, weil man dahinter noch Platz hat, dann ein Kabel lang zu legen. Also, weiter geht's. Im Grunde genommen ist es ja genau das gleiche wie das mit der Schlitzfräse hier. Nur, dass hier halt unser Schlitz rund ist. Also man fräst diesen Schlitz, diesen runden Schlitz. Und jetzt geht man hier wieder mit der Stemmmaschine her. Und dann zerfällt das eigentlich auch schon meistens direkt. Und tada, da sind die Steckdosen da. Nice, oder? Recht simpel. Die Verbindung hier kann natürlich auch direkt raus, weil die Kabel dann da rein müssen. Aber so sieht's aus. Hier muss ich jetzt nicht durch nach unten, weil ja dieses Kabel nach hinten geht. Also deswegen, ich muss nur mit meinen beiden Kabeln hier hoch. Hier mache ich noch eine kleine Ecke weg, damit ich noch einen schönen Radius mit meinen Kabeln habe, hier durchzugehen. Und dann ist es schon ganz gut vorbereitet. Dann kann man hier als nächstes zwei Dosen reinkleben. Das macht man auch wieder mit dem Elektriker-Gips.